FM Backstage. Hallo und herzlich willkommen bei Ernst FM. Ich bin Felix aus der Hip-Hop-Redaktion und habe zusammen mit Fabian die beiden deutschen Rapper Farid Bang und Casey Rebel interviewt. Wir haben mit Farid unter anderem darüber gesprochen, welchen Bezug er zu Hannover hat, welcher Pornostar mit ihm ein Comeback feiern sollte und aus welchem Grund er den Friedensnobelpreis verdient hat. Lasst euch übrigens nicht von den Nebengeräuschen irritieren. Farid Bang hat nebenbei eine Suppe geschlürft und Casey hat ein, zwei Schokoriegel gegessen. Jetzt viel Spaß bei dem Interview. Farid, du warst ja schon zur JBG2-Tour mit Kollega in Hannover. Wie gefällt dir denn die Stadt und die Fans? Ja, also abgesehen jetzt von den Konzerten bin ich auch öfters gern gesehener Stammgast am Steintor in diversen Clubs und Etablissements, wo ich immer wieder mit offenen Armen empfangen werde und auch von der einen oder anderen Dame südamerikanischer Herkunft da auch schon mit Vornamen angesprochen werde. Und deswegen ist es natürlich für mich immer wieder schön, hier aufzutauchen. Wir haben auch gehört, dass du vor unserem Interview im Fitnessstudio warst. Du hast noch trainiert. Wie war's? Ja, das ist natürlich sehr wichtig vor den Konzerten, damit die Stimme nicht versagt. Viele kennen es ja, aber für alle, die es nicht kennen, die Stimmbänder haben eine direkte Blutbahn zum Bizeps und die muss dann natürlich ordentlich versorgt werden mit Eiweiß und Karottensuppe, so dass dann letzten Endes auch auf der Bühne, wenn man dann da wirklich vor dem Publikum steht, dann auch die Stimme mit vollem Volumen da ist und auch maskulin klingt wie meine Musik. Sehr gut. Wir haben auch vor der Tür schon euren großen Tourbus gesehen. Was muss denn eurer Meinung nach bei einer Tour immer dabei sein? Ja, also bei uns auf der Tour eigentlich sind wir da ein DVD-Player oder ein Blu-ray-Player und ein Fernseher. Dann sind wir bestens bedient. Eine Shisha kann auch nicht schaden für den einen oder anderen. Ich muss leider passen, weil ich sonst stimmliche Probleme kriege. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, also leckere Getränke und das Allerwichtigste finde ich ein DVD-Player. Ja. Du? Zahnbürste. Ja, das ist natürlich, aber das ist bei uns bei Banger Musik oder generell bei unserer ganzen Crew, da gibt es keinen mit Mundgeruch, deswegen braucht man das da nicht. Ja, Deutschrap wird ja immer beliebter wieder. Was würdet ihr den Leuten sagen, die eure Musik nicht hören? Warum sollen sie eure Musik hören? Ja, weil man mit dieser Musik natürlich sehr viele gute Sachen mitnimmt für sich. Viel Motivation. Und ja, es ist halt sehr anspruchsvoller Rap. Sei es Casey Rebel, sei es Farid Bang. Das sind anspruchsvolle Rapper und das ist das Beste. Also das ist wie, warum soll ich einen Mercedes CLS fahren, wenn ich einen Lamborghini fahren kann. Das ist eigentlich so, besser kann man es eigentlich nicht erklären. Ja, kommen wir mal von der Musik zum Film. Also viele Popstars machen ja heute auch Schauspielerei. Wir haben dich ja letztes Jahr in Fach Your Goethe gesehen. Werden wir dich noch öfters im Kino sehen oder war das nur eine Also ich hoffe, meine nächste Rolle ist in Fuck You Gina. Und ich hoffe, dass ich da dann auch das Comeback feiere mit Gina Wild. Da würde ich mich sehr freuen. Also auch ihr nochmal an Gina. Falls du das gerade hörst, zufälligerweise in Hannover gerade unterwegs bist und Radio anhast, dann würde ich mich doch freuen, wenn du dein Comeback mit mir feierst und wir vielleicht einen Film nennen und den dann Black Cock Down nennen oder so. Kommen wir wieder zurück zur Musik. Du bist ja vor allem mit JBG2 Gold gegangen, hast schon viel Geld verdient. Du bist ja mit Banger Rebellieren auf Platz 2 gelandet. Wofür gebt ihr denn euer Geld so aus, was ihr verdient? Gute Frage. Also für wichtige Dinge im Leben eigentlich. Discos, Autos, Schmuck, Klamotten. Nutten. Koks, Sekt. Nein, Spaß beiseite. Wir geben eigentlich wenig Geld aus. Also wenn ich mit Casey unterwegs bin, wir essen gut. Wie man sieht, wir reisen viel. Aber so an sich würde ich jetzt von mir und von Casey sagen, dass wir sehr bescheidene Typen sind. Also wird auch viel für die Altersvorsorge zurückgelegt? Ja, nicht so. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, ey, wir müssen jetzt sparen oder so, sondern unser Lifestyle ist halt dementsprechend. Wir gehen nicht in Clubs,
wir gehen, wir sind eigentlich nur am Arbeiten. Und wenn wir Zeit haben, wenn wir Freizeit haben, dann gehen wir Sport machen, gehen wir essen. Und wenn wir mal ein bisschen länger Zeit haben, dann fliegt man in Urlaub. Also auf Instagram kann man das ja alles mitverfolgen. Ich meine, ich glaube, das meiste Geld geben wir auch wieder für die Musik aus. Ja. Dass wir buttern so viel rein in unsere Sachen, das sieht man, glaube ich, an unseren Videos und an der Außenerscheinung von unseren Sachen. Zeig mir Rapper, die so Videos haben, wie Farid sie bei seinem Album Killer hatte und wie ich sie habe bei meinen Videos. Also wir arbeiten schon diszipliniert mit unserem Geld. Cool, sehr vernünftig. Die nächste Frage, die geht an Farid, und zwar, wenn Heino einen Song von dir covern würde, wie würdest du reagieren? Finde ich ganz witzig. Ich habe sehr viel Sympathie für Heino, der ist Düsseldorfer. Und ich glaube, Heino ist ein ganz netter Kerl. Ich glaube, der steht jetzt nicht auf Rapper, der wird mich nicht so nett finden wie ich ihn. Aber ich glaube, er ist ein ganz netter. Okay. Glaubst du, du hättest den Integrationsbambi verdient? Und wenn ja, warum? Wenn ich jetzt mal nicht so witzig antworten sollte. Also... Das ist ja nur eine Statue, eine Bambi-Statue. Das ist keine Ehrung für mich. Also das ist nichts, wo ich sage, ey, das will ich unbedingt haben oder so, ist es auch nicht mein Ziel, Menschen hier zu integrieren. Ich bin Musiker, ich bin Entertainer und nicht irgendwie so ein, dass ich den Nobelpreis anstrebe. Aber desto trotz denke ich schon, dass wir jetzt vielleicht nicht vom Bambi sprechen, aber wenn wir jetzt vom Friedensnobelpreis, da denke ich schon, dass ich den mit Asphaltmassaker 1 da wirklich eine große Bewegung dazu getan habe. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man dafür das Album zumindest mal nominieren sollte für den Friedensnobelpreis. Ja, zum Friedensnobelpreisträger, davon muss man ja vorher auch Schüler sein. Mhm. Wie lief denn deine Schulzeit so? Ich habe zum Beispiel letztens gehört, du warst sogar mal Klassensprecher. Mhm. Ja, meine Schulzeit war eigentlich ganz gut, war ganz witzig, ich habe viel Spaß gehabt, ich vermisse diese Zeit. Ich würde sagen, es ist mit die beste Zeit in meinem Leben gewesen. Und ja, ist geil auf jeden Fall. Also ich war zwar vom Sozialverhalten vielleicht nicht der Beste, wurde mir auch immer auf meinen Zeugnissen vermerkt, aber von der Leistung war ich gar nicht so schlecht. Also ich war jetzt nicht so ein Dummkopf, wie das viele von mir denken oder so. Oder wie ich mich manchmal verhalte. Und eure Fangemeinde, die ist ja mittlerweile sehr vielfältig und viele Studenten feiern eure Musik ja auch. Mhm. Wie steht ihr dazu, dass auch Studenten eure Musik? Ja, also unsere Fangemeinde ist vielfältig wie Sylvester Stallones Gesicht. Und... ja, ist geil, auf jeden Fall, ist doch schön. Ich freue mich, dass... und ich sehe es halt immer wieder. Ich sehe es bei Casey, er sieht es bei mir. Dass man wirklich aus allen Schichten Leute erreicht. Das heißt, sei es ein Student, sei es Fußballer, sei es Gangster, sei es ganz normale Typen, sei es Bauarbeiter. Also wirklich, dass viele Schichten... diese Musik feiern und das finde ich gut und ich denke, das spricht auch für die Musik, dass das sehr massenkompatibel ist. Ja, zum Studieren nochmal, vielleicht an euch beide. Stellt euch mal vor, ihr könntet studieren, was ihr wolltet. Was wäre das jetzt? Islamwissenschaften. Also ich wäre gerne, glaube ich, Schönheitschirurg geworden. Schönheitschirurg. Ja. Das wäre wirklich eine Sache, wo man sich mit Titten befassen kann. Nochmal zurück zur Musik, Farid, oder beziehungsweise an euch beide. Was ist eurer Meinung nach die jeweils beste Punchline? Also Farid, was ist deiner Meinung nach deine beste Punchline? Meine beste Punchline? Was habe ich? Ich habe viele gute Punchlines. Also eine ganz witzige Punchline ist, du behauptest, du würdest dir Kuren knallen. Doch wieso machst du Bankdrücken? Nur mit Stange. Ja, das finde ich, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also das ist meine Lieblingsline von Farid. Ja.
Hast du auch von dir eine eigene? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Weißt du eine, Farid? Von dir? Lass schon mal überlegen. Klar, Mann. Auf Kennex in Moskau, da sind 1000 geile Punchlines. Ich glaube, da ist es schwer, sich festzulegen. Gerade bei so Rappern, das ist nämlich auch der Grund, kommen wir auf die Frage davor zurück, das ist der Grund, warum auch Studenten mit der Musik was anfangen können. Weil das ist ja auch eine gewisse Wortakrobatik, die wir hier machen. Da muss man eine gewisse Intelligenz und einen gewissen Wortschatz mitbringen, um solche Vergleiche ziehen zu können. Und da kannst du natürlich nicht mit deinem Halt die Fresse Video. Ja, das kann man nicht mit einem Halt die Fresse / Thug Life Exklusiv Video vergleichen. Und deswegen ist es auch schwer, sich festzulegen, welche Punchline am besten ist, weil gerade Farids Musik zum Beispiel lebt ja auch von Punchlines. Dann kommen wir jetzt nochmal zu Entweder-Oder-Fragen. Die könnt ihr auch gerne beide beantworten. Die erste, Madonna oder Miley Cyrus? Miley Cyrus. Flair oder Crow? Crow. Spaß oder Ernst? Spaß. Ernst. Die letzte Frage, wenn ihr auf eine einsame Insel nur drei Dinge mitnehmen könntet, welche wären das? Ich glaube, meine Zahnbürste, mein Handy und Oma. Ich hätte eine Shisha, eine Frau und was noch? Und eine Hantel. Okay, damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Fragen angekommen. Gibt es noch was, was ihr den Zuhörern von Ernst FM mitteilen möchtet? Ja, hört Ernst FM. Hört mein Album Revolution, am 30.05. erscheint es. So schaut's aus, am 30.05. startet eine Revolution. Legt euch das Album zu, lasst uns das Projekt gemeinsam unterstützen und feiert die geile Musik. Also abgesehen davon, erwartet euch sehr, sehr geile Musik, Leute. Casey Rebell, 30.05. Vielen Dank für das Interview. Ja.